Willkommen zurück bei Star Trek Online. Das hier ist die letzte Mission des Ikonianischen Kriegs. Wir befinden uns 200.000 Jahre in der Vergangenheit. Und ja, jetzt sollen wir den Ikonianern helfen, den Herzkristall zu beschaffen und das Kommandozentrum zu erreichen. Sela ist diesbezüglich anders drauf als Karkaran, der Klingone. Sela meint, wir sollen die Ikonianer vernichten und unsere eigene Zukunft retten. Und der Klingone Karkaran, der meint, da liegt keine Ehre, die Leute hier sind friedlich in dieser Zeit und befolgen ihre oberste Direktive. Technologie nicht mit weniger entwickelten Rassen zu teilen. Und dem kann ich nur beipflichten. Also mein Plan ist es jetzt, auf die Ikonianer in dieser Zeit einen guten Eindruck zu hinterlassen, sodass sie in der Zukunft keine Notwendigkeit mehr sehen werden, Krieg gegen uns zu führen oder den Krieg im letzten Moment abblasen, weil vielleicht noch ein Fürsprecher auftaucht oder so. Also das ist eigentlich mein Plan. Und es stimmt, es liegt keine Ehre darin, jetzt die Ikonianer der Vernichtung preiszugeben. Die haben in dieser Ära nichts verbrochen, kann man echt nicht behaupten. Das sind friedfertige Leute. Die anderen Rassen davor schützen sich mit unkontrollierbarer Technologie gegenseitig zu zerstören. Das kommt mir bekannt vor, diese Struktur. Ja, das We need to transfer the World Heart to a transportable format. I'll need your help to initiate the download from that console. Wir sind da. Zunächst müssen wir die Information vom Speicher des Hauptrechners auf den Datenkern übertragen. Sie müssen den Download an den anderen Konsole einleiten. An welcher anderen Konsole? Ah ja, an dieser anderen Konsole. Download einleiten. The download is proceeding, but it will not complete before the invaders find us. Hervorragend, der Download ist im Gange, doch die Aliens sind schon fast hier und jetzt. Aliens besiegen, okay. Kämpfen wir für die Ikonianer, weil es einfach wichtig ist. Ach nee, schaut euch mal meine Skillleiste an. Durch die vielen Patches in den letzten Tagen ist meine Bodenkampf-Skillleiste total verhackstückt. Das ist jetzt wenig lustig. Und ich habe jetzt keine Zeit, das in Ordnung zu bringen. Verdammte Axt. Das ist echt suboptimal. Da sind schon die nächsten. Ach Menno, das ist jetzt echt bescheuert. Ich muss jetzt mitten im Kampf meine Leiste in Ordnung bringen. Dann noch bei laufender Kamera, das ist natürlich noch bescheuerter, als es eh schon ist. Ach, Gott, Alter. Das ist auf der Taste 5, da gehört es auch hin. Wo ist denn der Hauptangriff von der Waffe? Now we need to release the magnetic interlocks holding the core. I need you at the other console. Ja, ich weiß, ich trage gerade nicht allzu viel zum Gelingen der Mission bei. Ich weiß nicht, wie ich jetzt den Hauptangriff der Waffe da rein. So? Wie soll denn das jetzt gehen? Himmelkreis Kuckuck. Druck, Strahl, Blitz. So. So müsste es eigentlich hinhauen. So, dann rechts anklicken. Und dann ist zumindest mal Bedrohungspose. Das ist ein neuer Skill. Ach Gott, das muss jetzt mitten in der Mission sein. Kryo-Dings da. Modulation, die hatte ich doch ursprünglich. Ja, passt schon. Das ist auch okay. Ja, gut. Für den Moment muss es reichen. Das muss ich mal in der Ruhe tun. Das ist immer blöd, wenn man das zur Unzeit tun soll. So, wo ist denn der nächste? Da hinten sind die nächsten. Und. Oder muss ich erst wieder. Ja, genau, da ist noch eine Konsole. Okay. Das Spiel kennen wir schon. Blub, Entsperrung von bla blub. More invaders. They must not take the world heart. Ja, weitere Invasoren. Weitere Aliens im Angriff müssen sie fernhalten. Ist schon recht.
We need to erase the mainframe memory banks. Die Verriegelung wurde gelöst. Wir müssen nun die Speicherbank des Hauptrechners löschen. Dazu brauche ich wieder Ihre Hilfe. Das ist bestimmt da drüben, genau. Also ich gehe davon aus, dass dann das, was wir hier gerade machen, in der Zukunft dazu führen wird, dass im letzten Moment der Angriff Protect me. Weitere Aliens sind im Anflug. Halten Sie mir den Rücken frei. Vielleicht ist das sogar der Grund dafür, dass weniger Ekonianer-Schiffe als von Sean erwartet waren, auf die die Erde angegriffen haben. Vielleicht gibt es bei den Ekonianern Streit um den Krieg, der letztendlich zum Friedensvertrag führt. Also es ist nur eine reine Spekulation. Das hier ist völlig blind. Ich habe das noch nicht vorher gemacht. Der Speicher des Hauptrechners wurde gelöscht. Der letzte Schritt besteht darin, den Herzkristall auszuwerfen. Dabei benötige ich ein letztes Mal Ihre Hilfe. Ja, und jetzt kommt's wohl. Entweder ich zerstöre den Herzkristall und vernichte die Ekonianer, oder ich rette den Herzkristall. Ich habe vor, den zu retten. Wie gesagt, ich will einen guten Eindruck machen. Und dann gibt es eigentlich keinen Grund, in unserer Zeit Krieg zu führen. Ich wüsste nicht, wofür. Oder zumindest müssten wir dann mindestens einen Fürsprecher bei den Ekonianer haben, der dann Wörtchen mitzureden hat und dann den Krieg beendet. Das ist also, wie gesagt, die Grundidee. Ich weiß nicht, ob es verständlich rüberkommt, was ich gerade vorhabe. Hä? Mittel im Iran sprechen, also. I fear that was just the beginning of the violence. My people are few, and most of our heralds are elsewhere. Defeating a significant force would be costly to both sides. I know you are not one of the whole, and I have no right to ask for your assistance. But would you help us evacuate the city? Also zumindest scheinen wir eine gewisse Vertrauensbasis aufgebaut zu haben, sonst würde sie uns ja nicht um Hilfe fragen. Ich befürchte, dass dies nur der Anfang war. Wir sind einfach zu wenige und die meisten Herolde sind woanders. Der Kampf würde auf beiden Seiten viele Leben fordern. Ich weiß, dass ich eigentlich nicht das Recht habe, sie darum zu bitten, aber würden sie uns bei der Evakuierung der Stadt unterstützen? Selbstverständlich. Blessings of the whole upon you. We must gather as many of our people as possible and escort them to the gateway platform. Once we are there, I will open the path to our refuge. Many of our people already left for colony worlds, but we have lost contact with them. I fear the worst. Das Ganze segnet sie. Wir müssen so viele unserer Leute wie möglich versammeln und zur Portalplattform bringen. Sobald wir dort eintreffen, werde ich ein Portal zu unserem Zufluchtsort öffnen. Viele unseres Volkes würden schon zu verschiedenen Kolonien, wurden schon zu verschiedenen Kolonien evakuiert. Aha, wir könnten sie also sowieso nicht vernichten jetzt, weil bereits einige, also viele von ihnen schon evakuiert wurden. Doch wir haben den Kontakt zu jeder dieser Kolonie verloren. Ich rechne mit dem Schlimmsten. Ja gut, es kann sein, dass die überlebt haben, es kann nicht sein. Ich glaube, also so wie es ausschaut, wären wir gar nicht in der Lage, die in dieser Zeit wirklich zu vernichten. Was sollen wir als erstes tun? I recommend we locate Taket. She is our protector, and there are none who know the ways of our enemy as well as she. Ich schlage vor, Taket aufzusuchen. Sie ist unsere Beschützerin, und es gibt keinen zweiten, der die Gewohnheit unserer Feinde so gut kennt wie sie. Also retten Sie Ekonianer und erreichen Sie die Portalplattform. Taket is a fearsome warrior and has kept our people safe for countless millennia, until today. Rescuing Iconians is not what we're here to do. Sila wieder, aber sie hatte eigentlich recht. When we came back in time, we did not know what we would find. So, Taket ist eine fürchterflößende Kriegerin, und manche halten sie für stur und altmodisch, doch sie hat in all den Jahren die Sicherheit unseres Volkes gewährleistet, bis zum heutigen Tag. Wir sind nicht hier, um Iconianer zu retten, das war dann Sila.
Und vielleicht ist das so, als wir in der Zeit zurückreisen, konnten wir nicht ahnen, was wir vorfinden würden. Ja, ich habe eigentlich auch eine aggressive Spezies erwartet, die zu Recht angegriffen wurde. Aber mein Bild hat sich völlig geändert. Die Ikonianer, die... Ja, ich hab's euch ja erklärt. I appreciate your efforts, Stranger, but I cannot come with you. I will defend Iconia until my final breath. Ich schätze Ihre Bemühungen, Fremder, doch ich kann nicht mit Ihnen mitkommen. Ich habe geschworen, Iconia bis zu meinem letzten Atemzug zu verteidigen. Sie gewinnen keine Ehre, indem Sie Ihr Leben wegwerfen. Doch wenn Sie hier sterben, wäre ich die Gefallenen, Ihr Volk stiftet. Es braucht Sie. Sie müssen Ihren närrischen Stolz bereitlegen und Ihrem Volk helfen. Ja, ich schätze ihn als sehr pflichtbewusst ein, deswegen... Ihr Volk stirbt, Ticket, es braucht sie. My people are weak. They have neglected the ways of battle in favor of science and art. They are philosophers. I do not wish for them to die, but they could have chosen the path of strength. I will die to defend them. I do not know if I can save them. Aha. Interessant. Mein Volk ist schwach. Sie haben den Weg des Kampfes für den Weg der Wissenschaft und Kunst abgegeben. Sie sind Philosophen. Obwohl ich ihnen den Tod nicht wünsche, sie hätten den Pfad der Stärke wählen können. Ich werde sterben, um die zu beschützen. Ich weiß nicht, ob ich sie retten kann. Also, wenn es nach ihm gegangen wäre, gäbe es wohl eine Kriegerkaste unter all den Philosophen. Sie unterschätzen die Stärke ihres eigenen Volkes. I appreciate your efforts, Stranger, but I cannot come with you. I will defend Iconia until my final breath. Ich schätze Ihre Bemühungen, Fremder, doch ich kann nicht mit Ihnen kommen. Ich habe geschworen, Iconia bis zu meinem letzten Atemzug zu verteidigen. Das klingt nach Klingone. Ich versuch's mal mit. Sie gewinnen keine Ehre, indem Sie Ihr Leben werfen. Honor? Why should I care about honor when Iconian blood is being spilled on sacred ground? What honor have our enemies shown? Okay, das They war wohl attack nichts. A peaceful world. Honor is meaningless. Das war wohl nichts. Ehre? Was kümmert mich Ehre, während das Blut von Ikonianern auf dem heiligen Boden vergossen wird? Wie viel Ehre haben unsere Feinde bewiesen, als sie einen friedlichen Planeten angriffen? Nein, Ehre rührt mich nicht. Derjenige, der seine Ehre verliert, hat nichts mehr zu verlieren. Das klingt jetzt auch schon wieder nach Serana, nicht nach Amakuni. I appreciate your efforts, Stranger, but I cannot come with you. I will defend Iconia until my final breath. Der will wohl wirklich Rache, doch wenn sie hier sterben, wäre ich die Gefallenen. Your words have merit. If we go through the refuge, we can rebuild. There, we can plan our vengeance. No one will ever threaten us again. Das hat wohl gezogen. Ihre Worte ergeben Sinn. Wir werden die Zuflucht aufsuchen und den Neuaufbau starten. Unsere Rache muss ebenso geplant werden. Niemand wird uns je wieder bedrohen. Denken Sie an Ihr Volk, Ticket, nicht an Ihre Rache. She is a fool. She would let her people die, so she could avenge them. Vengeance is a powerful weapon. Sie ist eine Närrin. Sie würde ihr Volk opfern, nur um es zu rächen. Vergeltung ist eine mächtige Waffe, sagt Sela. Ja, gut, irgendwie... Irgendwie haben sie wieder beide recht aus ihrer Sicht. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen. Ja, man kann sich nicht alles gefallen lassen, das geht auch nicht, aber... Rache bis zum letzten... Nicht weise. Oh, unsere wundervolle Stadt, was für eine Tragödie. Wo soll ich denn jetzt eigentlich hin? Hier irgendwo hin? Was ist das denn? Das ist wohl irgendwie verrückt. Im eigentlichen Sinne des Wortes. So. Du kriegst auch noch eins auf den Löffel. Das nimm mal mit, was immer das ist. Ach, das übliche Gedöns. Komisch, dass es das in dieser Zeit auch gibt.
und dass das sogar kompatibel zu dem ist, was ich sonst verwende und in meine Waffen reinpasst. Und außerdem und sowieso. Oh. Man sollte meinen, die Normen hätten sich in 200.000 Jahren erheblich geändert. Moment, was war das hier? Mit einem Tarasch? Thank you. You have shown exceptional kindness and valor in this trying time. I will miss my home. Iconia is precious to us, but as long as the whole survives, we can use the world heart to rebuild. Da steht auch wieder nicht alles da, was er gerade gesagt hat. Vielen Dank für die Rettung. Ich bin traurig, dass ich meine Heimatwelt verlassen muss, aber es scheint, als hätten wir keine andere Wahl zur Portalplattform gegeben. Bum, 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 bum. Da oben gibt es noch mehr Bum, bum. So, mal schauen, ob wir noch mehr retten können, wenn wir unsere Sache gut machen. Haben wir vielleicht echt einen Fürsprecher mehr in der Zukunft? Tara, oder wie hieß im Tara? Das war vielleicht sogar eine von den drei Ikonianern, mit denen wir in der Zukunft zu tun hatten. Was heißt in der Zukunft? In unserer Zeit? Ach Gott, zeitlich korrektes Sprechen bei solchen Paradoxien ist immer so mühsam. Na, wo ist es denn? Da hinten ist noch jemand. Dumpti dumpti dumm, wer bist denn du? Du hast Angst, oder? These are not a warlike people. Not ja. Yet. That will change. Bloodshed affects everyone differently. Diese Leute My people became warriors when an alien species threatened our home. And the Iconians will become conquerors. Diese Leute sind nicht kriegerisch. Noch nicht, vielleicht. Das Blutvergießen wirkt sich auf jeder andere aus. Mein Volk wurde zu Kriegern, als eine Rasse von Aliens unsere Heimat bedrohte. Und die Ikonianer werden zu Eroberern werden. Tja, auch richtig. Es sei denn, wir machen hier einen guten Eindruck. Und können ihren Zorn dämpfen. So, da ist noch einer. Gleich haben wir es geschafft. Jetzt sind wir im Park, ne? So, da war doch einer. Ikonianer in die Sicherheit schicken. Was? Hat er gesagt, ich werde ihn nicht. Es war zu schnell weg, Mann. Die Sprechblasen dürften nicht so schnell sein. Ich hätte es jetzt echt gern gelesen. Aber wahrscheinlich hieß das im Grunde Danke. Danke für die Hilfen. Die Schlacht ist bereits. Achso, ja. Aha. Dann mal ganz kurz die Borknaniten, die es in dieser Zeit eigentlich auch noch nicht gibt. So, der hat's hinter sich. Tschüss. Du bist da weg. So, noch einer. Kriegst A1 auf den Löffel. Ikonianer in die Sicherheit. Hallo, wo ist er denn jetzt da? Und jetzt schnell lesen. Wir werden so vielen Dank. Now I see your plan. We've won their confidence. Gathered them together. Strike now and we can eliminate them all. Seela wieder. Nun verstehe ich Ihren Plan, wir haben Ihr Vertrauen gewonnen, Sie sind alle versammelt. Nun ist die Zeit des Verrats gekommen. Ja, das ist typisch für dich, ne? Ich werde keine wehrlosen Unschuldigen töten, egal worum es geht. Ich habe mich dazu entschlossen, den Ikonianer zu verschonen. Wir können sie nicht für etwas verantwortlich machen, was noch nicht getan haben. Ich habe mich dazu entschieden, die Ikonianer zu verschonen. Ich glaube, es ist zu gefährlich, die Vergangenheit zu ändern. Hä? Ja, das auch, aber das ist eigentlich nicht der Hauptgrund. Die Manipulation der Zeitlinie ist eine heikle Angelegenheit. Wir müssen mit unserem Verrat bis zur letzten Minute warten, damit nichts schief läuft. Das wäre eigentlich das, was ich ihr jetzt erzählen müsste, ne? Aber ich weiß nicht, ob sich das auf die Quest auswirkt. Deswegen antworte ich ehrlich. Ich habe mich dazu entschieden, die Ikonianer zu verschonen, bla.
Ja, ich hätte sie jetzt eigentlich anlügen müssen, sollen. Wäre gescheiter gewesen, hätte es die mir noch in der Rückenwelt. Aber ich weiß nicht, wie sich das auf die Quest auswirkt, ob sich das überhaupt auf die Quest auswirkt. Ja, möglicherweise hätte ich dann später die entsprechende Option nicht gehabt, die ich eigentlich haben will. Nämlich Frieden zu schaffen. Hallo, hau ab. Was ist denn das überhaupt für einer? Ein Ico-Bar. Aha, hatten sie also recht. Hallo, hau. Bleib mir von der Kette. Ich muss mal kurz in Deckung gehen. Und dann, ja, kurz regenerieren. Das passt schon so. So, jetzt geht wieder was. Die was stand? Wo steht's denn jetzt? Die Explosion hat die Portalausrüstung lahmgelegt. Sie müssen die Energie umleiten, um die Sequenz des Portals zu reinitialisieren. Hallo, hör auf mich zu schießen. Das ist nicht nett. Ich muss mich erstmal regenerieren. Moment. Dazu muss ich ein paar Sekunden aus dem Gefecht raus. Jo. Dann gehen wir mal jetzt dahin. Eine Narkul-Verschlusskiste. Didn't the others save the Iconians? Wo sind diese? Where are they? Wo sind diese anderen? They may already be here. Vielleicht sind sie bereits hier. Einer weniger. Wo ist denn noch einer? Mann, wachsen die hier irgendwo nach oder was? Eindringlinge besiegen. Okay, ich bin schon. Moment, mal kurz meine Schilde aufladen. Das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert. Wie viel hat ein Takat eigentlich noch? Ich kann mir vorstellen, dass Takat derjenige ist, der in der Zukunft dann zu unseren Gunsten spricht. Was soll ich jetzt machen? Öffnungssequenz des Portals reinitialisieren. Wo ist es denn da hinten? So, und we're losing ground. We can't hold them off. That's it. Send them through. No, this isn't our mission. Okay, Sila dreht durch. Verstehe. You took everything from me. World Heart. There's no time. The gateway is closing. Aha. Only 12 of us are left. That crystal contains our civilization. Sila, stop! We are better than this. I will remember this, Romulan. I will extinguish your people in payment for your treachery. This has all played out this way before. I am the cause for Hobus. Aha. Okay. Ja, okay. Das erklärt, warum die Ikonianer Romulus zerstört haben. Irgendwie schließt sich da der Kreis. Finde ich gut gemacht. Und sie hat jetzt selber gesehen, dass sie der Grund ist. Tja,
Was soll ich dazu sagen? Den Herzkristall beschaffen? Mit Sila sprechen? I know what you are going to say, but I did what I had to do for my people. I should have acted sooner. If I had, perhaps Romulus would have been restored. Tja, ich weiß, was Sie sagen wollen, doch ich tat, was ich tun musste. Für mein Volk. Wenn ich sie aufgehalten hätte, wäre Romulus vielleicht wiederhergestellt worden. Nee, wenn du sie hättest ziehen lassen, wäre Romulus niemals zerstört worden. So ist es. Aber Sela, sehen Sie denn nicht ein, dass Sie für die Zerstörung von Romulus verantwortlich waren? Wir haben 12 Ikonianer nach Deva 3 geschickt. Wir sind die anderen. That can't... Taket! What have I done? Nein, das kann nicht. Taket, was habe ich getan? Sie haben eventuell nicht viele Möglichkeiten gehabt, die Vorbestimmungsparadoxie besagt, dass Dinge nicht anders hätten verlaufen können, denn ansonsten hätten sie keinen Grund, in die Vergangenheit zu reisen. Das stimmt irgendwie. Ja, jetzt können Sie sehen, was Ihre Boshaftigkeit hervorgebracht hat. Nein, das lassen wir. Sie haben Glück, dass es nicht anders gekommen ist. Wenn sie erfolgreich gewesen wäre, hätte Romulus vielleicht nicht einmal existiert. Ich hoffe, dass Sie sich diese schmerzhafte Lektion zu Herzen nehmen. Also das stimmt eigentlich, ja. Sie hat vielleicht wirklich... Also, es ist alles schon passiert, ne? Das ist alles schon passiert. Aber sie hatte auch... Ja, nee, das ist eigentlich die Antwort, die ich... The Iconians have fled to Dewa 3. And the Gateway's console has been destroyed. So no one can follow them. Our fate may not have changed from our actions here. But we have done what honor demanded. We are not murderers. Whatever our future may hold, we will face it with our eyes open and our heads held high. We must return to our own time and see what effect our actions had. Ja, die Ikonianer sind nach Deva 3 geflohen und die Konsole des Portals wurde zerstört, sodass ihnen niemand folgen kann. Unser Schicksal mag sich aufgrund unserer Handlungen hier nicht verändert haben, doch wir haben unsere Ehre bewahrt. Wir sind keine Mörder, was auch immer die Zukunft für uns bereithält. Wir werden ihr mit offenen Augen und erhobenen Hauptes entgegentreten. Der Moment ist gekommen, in unsere Zeit zurückzukehren, um zu sehen, welche Auswirkungen unsere Handlungen hatten. Ja, ich nehme an, das dauert hier nicht mehr allzu lang. Ja, ich mache jetzt hier mal einen Cut, sollte das mehr werden. Also sollte das jetzt nur noch ein paar Minuten sein, schneide ich das zusammen und füge das hier in die Folge ein. Ansonsten wird es eine eigene Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal oder bis gleich, je nachdem.